Liebe Freunde, liebe Finde, liebe Friends, liebe Fs, herzlich willkommen zur neuesten Episode Stricker TV live, nur auf Rumble. Weil wenn du das heute Abend am 8. schaust auf YouTube, dann ist es nur Pseudo-Live. Weil ich habe mich entschlossen, dass ich Leute möchte dazu ermuntern, auf unabhängige Plattformen zu gehen, wo man sich kann über alle Aspekte vom Leben, insbesondere auch den gesundheitlichen Aspekt vom eigenen Leben, kann widmen, ohne dass man Angst hat, ja, dass man Fehlinformationen unterworfen ist. Oh, es ist schon live. Ja, seht ihr da? Da bin ich live auf Rumble. Und sonst nie nichts. Und ja, natürlich auf Locals wird es gerade aufgeladen. Herzlich willkommen trotzdem auch an die Leute, die bei YouTube sind. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Aber wenn ihr wirklich wirklich in die Freiheit wollt, in die redaktionelle und in die mediale Freiheit, so ist es besser gesagt, dann geht ihr auf rumble.com, dann da statt Videos Channels anklicken, gebt Stricker TV ein und dann findet ihr mich mit nur gerade 1422 Subscribers als erstes etwa ein Fünfzehntel der Abonnenten auf YouTube, aber mit doch beträchtlicher Reichweite. Ihr seht das gestrige Video, 4100 Views, obwohl es auf beiden Kanälen ja gekommen ist. Und dann da 5900 für den Martin McKay und Mike Candice. Und auch da schaut da Rekord 13.300 Views für ein besonders romantisches Video zum Thema Massenmord. So, Massenmond. Und jetzt, also, zu der heutigen Enthüllung. Leider nicht von mir. Ich habe nicht so guten Draht zu Leakers wie zum Beispiel der Philipp Gut vom Nebelspalter oder der Lukas Hessig vom Inside Paradeplatz. Schnell zurückschauen, nur 20 Sekunden. Der Philipp Gut hat enthüllt, wie der CEO vom Ringier, der Walder, seine eigenen Konzernmedien auf Draht gebracht hat, trimmt hat darauf, regierungstreu zu berichten. Ist keine Verschwörungstheorie, ist absolute Praxis, ist bewiesen durch das Video, das geleakt ist, wo er das zu hochrangigen Mitarbeitern erzählt in einem Video. Und jetzt also, nach dem grossartigen Philipp Gut, Dr. Philipp Gut übrigens, am Dr. Philipp Gut, sein Leben ist übrigens verfilmt worden, seht ihr, er hat da einen Artikel geschrieben, Dr. Gut, kann man schauen, der erscheint jetzt im Nebelspalter. Und der Dr. Gut, sein Leben ist verfilmt worden, und zwar in Hollywood. Das wissen viele gar nicht. Ich habe es auch nur zufällig entdeckt. Seht ihr da? Es ist dann einfach The Good Doctor. Und ja, die optische Ähnlichkeit ist, ich würde sagen, abgesehen von der Generation, eigentlich nicht ganz. Eigentlich ist sie ganz von der Hand zu weisen. Ist komisch, bei Hollywood nimmt sich immer viel Freiheit raus. Aber der Good Doctor ist so berühmt, dass er also verfilmt worden ist in Hollywood. Und der Doktor Gut hat das auch den Artikel geschrieben. Wo aber, wie jetzt auch meine Sendung fußt, auf der grossartigen Enthüllung von Lukas Hessig. Und zwar schreibt er zu Recht, Walder trieb alle Grossmedien in Covid-Panik. Als Bundesrat im März 2020 das Land schloss, brachte Ringier, CEO, Tamedia, CH Media und weitere auf Kurs. Das zeigt ein E-Mail an Walders, E-Mail-Walders an Top Shots. Da ist halt eben der Inside-Paradeplatz, das ist der Paradeplatz-Slang, oder? Alles muss man anglifizieren. Und ihr wisst, was ich meine. Damit bin ich jetzt auch noch bei YouTube sicher demonetarisiert. Aber gehen wir doch zum Brief an. Schau, der ist nicht so in einer grossartigen Qualität, aber da wollen wir nicht jemmeln. Hauptsache, es ist da. Schau mal, das Mail ist gegangen an Pietro Supino. Das ist der Verlegerpräsident und der Peter Wanner, Chef der AZ-Medien, ist an die NZZ gegangen, an Gilles Marchand, an Christoph Tonini von der Tamedia, an Axel Wüstmann und vor allem auch an Alexander Theobald. Ich musste den Namen schnell googeln, weil der Name Alexander Theobald ist mir jetzt nicht so geläufig war. Aber wirklich befündig geworden. Er ist COO vom Ringier. Interessanterweise ist er aber zum Zeitpunkt, wo das Ganze da, das Mail rausgegangen ist, ist er nur gerade der Chef der Blickgruppe gewesen. Das sehen wir da in dem Brief da.
hat Alexander Theobald, da war er noch Leiter der Fabrikgruppe, das steht da. Das heisst also, er hat offenbar besonders willfährig die Befehl von oben umgesetzt. Da muss man mal sehen, es ist auf verschiedene Arten ein Skandal, oder? Da haben wir einerseits mal den Skandal, dass eigentlich Konzernleitung an einer Redaktion, insbesondere an einem Chefredaktor, nicht ins Tagesgeschäft hineinredet. Oder? Das ist quasi die Seriosität, die die Massenmedien für sich beanspruchen, dass das nie gemacht wird. Annähernd nie. Das liegt auf der Hand. Aber sie tun ja immer so, als würden sie unabhängige Chefredaktoren mit unabhängigen Redaktoren und unabhängigen Journalisten, die frei schreiben, was sie wollen. Das ist die Lüge, die aufrechterhalten wird durch alle Zeiten durch. Ist dann besonders schön, wenn man dann wieder mal sieht, dass es nicht so ist. Und das sieht man eben, wie gesagt, an diesem Brief besonders gut. Da schreibt er also nicht nur seine eigenen Mitarbeiter, Chefs von seinen eigenen Zeitungen, jetzt regierungstreu agieren, wie er es in dem Video gesagt hat, sondern jetzt schreibt er an alle grossen, an alle Massenmedien von der Schweiz. Liebe Chefs, liebe Kollegen, in aller Kürze, bitte umgehend distribuieren in eure Redaktionen. Er sagt immer noch bitte, aber wir wissen, dass bitte ist eigentlich mehr ein Befehl, oder? Tönt das gefälligst machen. Tönt das in eure Redaktionen schicken. Wenn die Menschen in der Schweiz nun den sozialen Kontakt nicht radikal verringern, dann droht in der Schweiz eine medizinische Katastrophe. Ja, das war im März, wie gesagt, passiert ist nichts. Darum, ich bin euch unendlich dankbar für eure Kooperation. Pietro, Peter, Christoph, Gilles, Backel, Felix, Alex, Andreas Häuptli. Die lieben Freunde, liebe Kollegen, der liebe Pietro. Nun, wir werden morgen, Samstag und Sonntag jeweils auf der Frontseite dafür zur Verfügung stellen, Folgen umgehend. Wir werden auf unseren Online-Portalen auf der Front den Banner schalten, Folgen umgehend. Der Bundesrat hat heute informell diese Aktion der Schweizer Medien sehr begrüßt und ist dankbar für dieses Engagement. Aber, und jetzt mit Grossbuchstaben, der Bundesrat spielt keine aktive Rolle hier. Es hat dies also, so das Wording, mit Zitat, gerne zur Kenntnis genommen. Also da sehen wir, da ist der Bundesrat mit dem Walder zusammengehockt und dort haben sie abgemacht, oder wieder nur durch eine Live-Schaltung, durch ein anderes Video, hoffentlich noch geklickt wird, haben sie gesagt, wir finden das super, aber wir sind da nicht richtig dabei. Wir spielen da keine aktive Rolle. Sondern so das Wording, also der genaue Wortlaut soll sein, der Bundesrat hat das gern zur Kenntnis genommen. Und völlig unabhängig davon, der Bundespräsident Sommaruga noch einen Text mit 2700 Zeichen liefern. Da fragt er zu Recht, Lukas Hessig, wer da geschrieben hat. Eine Art Rede zur Nation heute Nachmittag. Ich werde ihn euch umgehend zukommen lassen. Da sehen wir also, da haben wir es schriftlich. Das Wording ist ja so, dass der Bundesrat und Massenmedien nichts miteinander zu tun haben. Außer dass der Bundesrat der Massenmedien jedes Jahr hunderte Millionen Franken in den Arsch hineinblaset und das weiterhin macht. Außer das Mediengesetz wird am 13. Februar abgelehnt. Was ich natürlich sehr hoffe. Und jetzt sehen wir da, der Bundesrat spielt also keine aktive Rolle hier, hat er aber offenbar gemacht. Hä? Er hat dies also so das Wording. Und da muss man sagen, es ist normal unter PR-Agenturen, wenn grosse Firmen ein Problem haben, dann sitzen sie mit Media-Agenturen zusammen und den Pressesprecher und die ganz genau überlegen, was sie können sagen können. Und der Schweizer Bundesrat ist natürlich von unzähligen Agenturen, von sehr renommiert berüchtigten Agenturen beraten worden. Und die kennen sich ja alle untereinander. Das ist so ein Zürich-Bern-Klüngel, vor allem Zürich-Klüngel, wo sich da gegenseitig auf die Schulter klopfen und natürlich gegenseitig Aufträge zuschanzen. Aber das ist ein anderes Thema. Da sind wir wieder im Bereich Verschwörungstheorie, wo noch nicht in Form von einem Brief geklickt worden ist. Aber was sicher ist, keine aktive Rolle, stimmt natürlich nicht, wenn da koordiniert
alle Medien, was nachher übrigens auch gemacht haben, wenn nachher alle Medien tun einfach das machen, was da der CEO vom Ringier, seine lieben Kollegen von allen anderen Massenmedien durch quasi dringend auferlegen, dringend anraten. Und so ist es dann gekommen, dass überall, auch der liebe Peter, wieder suffisant, der Lukas Hessig schreibt, der liebe Peter, denn das martialisch anmutende Logo da mit einem Häuschen mit vier Richtigen, bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause! Bleiben Sie zu Hause! Bleiben Sie zu Hause! Und nicht alle sind die Hype geblieben. Ein paar sind nachher trotzdem auf den Bundesplatz gegangen und auf den Sechs-Leute-Platz. Und die sind bis heute im Widerstand. Auf jeden Fall, trotzdem, seht ihr da, wenn wir jetzt auf den Brief zurückkommen. Ich danke euch. Solidarisch werden wir hier, so hoffen wir, die Krise meistern. Also ich war nicht ganz sicher gewesen, ob die Schweiz die Krise überlebt. Wahrscheinlich hat er gemeint, es könnte ja sein, dass einfach alle aussterben, unterzeichnet mit dem Vornamen. Das ist darum besonders wichtig. Nicht besonders natürlich, die Leute kennen sich. Aber der naive Leser von der Massenmedien, der meint, dass das etwas wie eine Wettbewerbssituation stattfindet zwischen 20 Minuten und dem Blick. Oder zwischen der NZZ und dem Tagblatt. Und die gehört dem gleichen Unternehmen. Der NZZ, CR Media Gruppe, glaube ich. Oder man meint da, dass da quasi die einzelnen Medienhäuser einerseits die Blätter innerhalb von der Gruppe, aber vor allem außerhalb von der Gruppe, vielleicht zum SRF, so etwas wie eine Wettbewerbssituation haben. Nein, das haben sie nicht. Das macht absolut keinen Sinn, dass sie sich da Wettbewerb machen, weil dann würde es ja so etwas geben wie, wem gehört Homegate? Gehört das Tamedia? Und ImmoScout gehört Ringier. Genau so ist es, glaube ich. Und wenn die ja nicht würden gut miteinander auskommen, dann hätte ja das Duopol auf dem Immobilienmarkt zum Beispiel so etwas wie eine Wettbewerbssituation und es geht eine Jagd nach oben im Preis. Und darum macht es Sinn, dass der liebe Marc mit dem lieben Pietro wunderbar rauskommt, damit weiterhin gespunnen Tür Inserate geschaltet werden durch die Leute, die das Haus verkaufen oder durch die Immobilienmakler. Da gibt es also so viele Gründe, dass die lieben Marx und Pietros miteinander bestens auskommen. Auch damit sie mit einer Stimme noch mehr Geld können am Staat abschnorren, wo natürlich unsere Steuergelder sind, wo wir mit unseren Steuergeldern tut Milliarden geben, damit Medienmillionäre weiterhin Millionen und Milliarden überkommen. Oder? Neu mit 178 Millionen pro Jahr kommen aber noch die 1200 Milliarden dazu, die über Zwangsgebühr, die an das SRF fließen und an die anderen, auch wieder private Medien, oder Tele Zürich und so weiter, fließen. Weil erstaunlicherweise, anders als Inside Paradeplatz und Stricker TV, kommen die nicht aus, ohne Subventionen. Und es ist irgendein Schangli, ich glaube vom Ringier, ist zitiert worden, wenn wir nicht weiterhin Millionen und Milliarden in Arsch in den Blasen bekommen, dann werden unsere Redaktionen, wenn der Trend anhaltet, in 3 bis 4 Jahren defizitär werden. Und dann müssen wir am falschesten möglichen Ort sparen, und das ist beim Personal, also bei den Journalisten. Und das ist doch insofern gelogen, dass sie einfach dort herausrechnen, dass sie mit ihren Portalen wie ImmoScout, Homegate und so weiter, wo sie durch ihre eigenen Medienhäuser gross gemacht haben, wie sie können quasi gratis im Blick und in 20 Minuten Werbung schalten und ihre Portale so gross machen, mit denen Milchkühe verdienen die weiterhin hunderte Millionen Franken, völlig unabhängig von den Medienhäusern. Kommt dazu, die Medienhäuser müssen ja eigentlich gar kein Geld verdienen, zum wertvoll sein. Also ich wäre gern im Besitz vom Ringier. Wisst ihr wieso? Dann wäre die Pandemie vorbei. Weil du kannst Politik steuern.
du kannst schauen, was aufs Tapet kommt. Du kannst schauen, dass wir zwei Jahre lang nur über den Pfnüssel reden. Oder über Klimakrise, von der Klimaerhitzung reden. Oder von Black Lives Matter. Oder von weiss ich da. Oder von der bösen, bösen SVP. Oder wem auch immer. Man kann dann Themen setzen und kann dafür sorgen, dass nachher dann Politiker so unter Druck kommen, wie zum Beispiel beim CO2-Gesetz, dass sie, obwohl zum Beispiel die FDP ja, sage ich mal, eigentlich im Kern absolut müsste gegen das wirtschaftsschädigende Gesetz sein, dann doch dafür war. Es ist nachher vom Volk Bach abgeschickt worden, knapp. Aber ihr seht, so kann man grundsätzlich Politik steuern in einem Land. Und dann hätte sogar ein Ringier, ein Blick und so weiter defizitär sein. Und Ringier würde das mit Freude, mit grosser Freude weiter betreiben, damit sie hindurch, egal wen, bedienen. Die verschiedenen Lobbys, zum Beispiel die Pharma-Lobby bedienen, wo sich nachher auf die eine oder andere Art wieder tut, erkenntlich zeigen. Zum Beispiel durch irgendwelche Deals, die nicht mal unbedingt mit Inserat sind. Das ist jetzt ein bisschen frei improvisiert, zum erklären, was da abgeht, oder? Und wie gross die Medienmacht ist. Und wir werden jetzt sehen, der Blick wird jetzt nicht drum herum auf den Artikel wahrscheinlich eingehen. Vielleicht kann er es totschwiegen. Ich glaube eher nicht. Er wird es in so einem pseudoneutralen Artikel abarbeiten. Aber der CEO Walder, von den normalen Umständen, sage ich mal, wir sind hier auf Rumble, aber soll es jetzt auf YouTube aufladen, sage ich mal, es hat Zeiten gegeben, wo so ein Mann, wo man so einen Mann bald hätte können bei einer Betonfläche porträtieren, oder? Aber in der heutigen Zeit passiert einfach nichts. Es wird nichts passieren. Der Walder wird nicht zurücktreten. Es wird einfach weitergehen. Business as usual. Weil er nur das gemacht hat, was alle in der Massenmedien wissen. Sie ziehen zusammen am gleichen Strick auf Kosten von den Bürger und von den Lesern. Bürger, die ihr hart verdiente Geld abgerungen wird und auch den Lesern, die Tag ein, Tag aus, egal zu welchem Thema, zu Covid, zu Klima, zu Russland, zu allem, einfach vom Morgen früh bis zum Abend spät belogen werden. Und im Zusammenhang mit Covid hat er noch plündert, verarmt, werden die Reichen immer reicher werden, weil die Börse profitiert, die grossen Firmen profitieren, die Kleinen gehen zu. Ein Mikro, da weiss ich, eine Aussage, ein Vertreter von der Mikro hat sich geäussert, dass er sich freut über die Lockdowns, weil das die kleinen Fitnesscenter schließt, durch das Schliessen schließt und dann einfach die Mikrofitnesscenter können ihre Macht ausbreiten. Hat für das zwei Jahre lang lokale Defizite im Fitnessbereich, aber die Mikro verdient dann auch an anderen Orten, weil dort nur noch die Heim bleiben, umso mehr Geld. Das heisst, die Mikro schreibt Rekordgewinn und wenn die Pandemie vorbei ist, dann haben sie noch mehr Macht, macht das voran. So läuft das in der Schweiz ab. Und jetzt plötzlich, aus dem Nichts, kommt jetzt doch noch ein Linard Bardil raus, wo noch etwas geschrieben hat, too little, too late. Wobei er hat sich früher noch mal ein bisschen kritisch geäussert, aber er ist immer ein bisschen deutlicher geworden. Und noch mal zum Schluss von dieser Sendung noch ein Beispiel, wie wir belogen werden. In Kanada sind Tausende. Manche sagen 10'000, andere sagen 50'000. Die Wahrheit, wo sie liegt, wissen wir am Schluss nicht genau. Aber eine riesige Anzahl von Lastwagen sind unterwegs, zum Demonstrieren gegen die Impfpflicht der Fahrer. Und jetzt muss man wissen, wenn kein Lastwagen mehr auf Kanada fährt, wenn das wirklich aufhören würde, würde Kanada wahrscheinlich relativ schnell in Hunger geraten. Weil die haben natürlich einen immensen Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten, gerade in den Wintermonaten, wo von zum Beispiel Kalifornien dort rauf verschifft werden oder dort raufgekarrt werden. Jetzt schaut mal das an. CBC British Columbia News schreibt, die Lastwagen sind unterwegs, zum aufmerksam machen auf die eisigen und gefährlichen Strassenverhältnisse, wo die Trucker
jedes Mal im Winter müssen mit umkommen. Hunderte Truckers. Oder seht ihr, sie haben nicht können ignorieren, weil viele Leute haben ja die gesehen, die Trucks. Jetzt lügen sie einfach und sagen sie einen anderen Grund. Ein anderes Massenmedium schreibt dann: Oh, schaut da, Faschisten sind unterwegs. Alle Leute, die demonstrieren, auch in Kanada wie bei uns, wir sind alles Faschos. Oder als Faschos werden wir ab da. Ist doch unfassbar. Und da, und jetzt müssen gewisse Freunde von mir tapfer sein, durch ich gebe Elon Musk zitieren, der sagt: Freedom is being stripped away one piece at a time until it's gone. Und das war eine Antwort auf einen anderen Tweet, wo noch gesagt hat, eben, es geht darum, Angst zu schüren. Und darum ist auch der Brief so wichtig, weil da geht es so vordergründig darum, dass man den Leuten Angst macht. Oder? In Wahrheit ist Angst natürlich nur das Mittel zum Zweck, und der Zweck ist Plünderung vom Volk. Plünderung vom Volk. Oder? Das Kaputtmachen, das Ausweiten vom totalitären Staat und das Plündern vom Volk. Der Mittelstand insbesondere, aber auch von den Armen kann man noch ein bisschen mehr rauspressen. Und das ist da, das Mail da vom lieben Mark, am lieben Pietro und am lieben Peter und Felix und Schill. Das Mail da ist der Beleg da dafür. Und ihr seht, geleakt werden alle brisanten Sachen in dieser Lügenpandemie wird von den wirklich unabhängigen Medien von der Weltwoche, vom Nebelspalter und jetzt von Inside Paradeplatz. Und ich habe einmal im Sommer 2020 nicht Sachen geleakt, aber Sachen recherchiert. Zum Beispiel die Sache mit dem PCR-Test, wo plötzlich geheißen hat, es kann ein Virennachweis stattfinden, nachdem das auf der eigenen Bundesseite nicht steht. Und glaube ich, heute immer noch nicht steht beim Amt für Bevölkerungsschutz. Aber ich bin immer schauen. Die unabhängigen Medien decken auf. Und die machen das. Ich weiss, ob die Weltwoche Subventionen überkommt. Ich komme keine Stutzsubventionen über. Und es ist möglich. Es ist möglich, um ohne Subventionen können leben. Und wenn ich das kann, wieso soll das denn ein Milliardenkonzern nicht können? Mit dieser Marktmacht, die mit dem Finger schnippt und die Bundesräte im Studio haben. Die nur mit dem Finger schnippen. Die haben ja alle grossen Namen, weil sie immer gegenüber der Regierung lieb berichten. Und gegenüber den grossen Konzernen lieb berichten. Kommen die auch immer gern vorbei bei denen. Während man zum Stricker nicht geht, weil der Stricker könnte ja eine Frage stellen, die man vorne nicht abgemacht hat. So. Wieso? Wieso gibt es überhaupt noch einen Mensch, der anständig ist und beim Blick schafft? Oh, schade. Jetzt wollte ich Rebecca einblenden. Aber das Video ist schon bezahlt. Ja, nun. Die Pointe müssen wir uns sparen für ein anderes Mal. Denkt daran, es wird gelogen und gelogen und gelogen. Ja. Man kann euch noch zeigen. Nichts mehr. Ah ja, Schweden hat sich entschlossen gegen Impfempfehlung für Kinder bis 11, weil der Nutzen die Risiken aufwiegen, hat die Gesundheitsagentur gesagt. Verschwörungsschwurbler! Verschwörungsschwurbler? Oder ich bin nicht sicher, ob Verschwörungsschwurbler. Ich weiß nicht genau, was Kommunisten-Guidelines von YouTube jetzt vorschreiben. Aber ja, ich würde sagen, wir lassen es doch da einfach mal bewenden. Ah ja, dann noch etwas von Elon Musk, wenn da nochmal tapfer sein. Gesellschaft sagt, sei du selbst. Und dann sagt die Gesellschaft, nein, nicht so. Oder? Man wird immer aufgerufen, sind individuell, entwickelt euch, findet eure eigene Stimme. Und dann gibt es in der Schweiz ein paar Hunderttausend, die das tun. Und dann ist auch nicht recht. Also, herzlichen Gruß an YouTube. Danke vielmals alle Rumble-Abonnenten. Bitte geht über. Ihr müsst nicht abonnieren, ihr könnt bei YouTube einfach reingehen, streamen, schauen.
Aber natürlich macht Abonnieren Sinn. Da könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Und dann werdet ihr da informiert, wenn ich mal ein neues Video dann dort oben habe. Und ich will wirklich umsteigen auf Rumble. Und Rumble und Locals wird verschmolzen werden. Bald werden wahrscheinlich alle Videos, auch die auf Locals, auf Rumble gehostet sein. Und die Leute, die wollen, können weiterhin exklusive Inhalte bekommen, indem dass sie bei Locals ein Abo lösen. Ist nicht sehr teuer, ist $15 im Monat, 13.50 Franken ungefähr nach jetzigem Wechselkurs. Davon landet etwa 10 Franken bei mir, der Rest bei der Kreditkartenfirma und bei Locals. Und dafür will ich weiterhin, nicht nur für das, ich würde es auch gratis machen, wenn ich noch könnte. Mittlerweile mache ich es aber 2 Jahre. Und ich glaube, ich bin da wirklich darauf angewiesen, auf das Geschäftsmodell Stricker TV, weil eben ein Jahr Widerstand wäre noch gegangen ohne die Einnahmen. Mittlerweile ist es nicht mehr unwichtig geworden. Aber der Unterschied, auch zu den Nebelspalter, auch zum Inside-Paradeplatz, wo immerhin darauf angewiesen ist, dass Google Werbung schaltet bin und Nebelspalter auch auf Suche ist nach Leuten, die sponsern, also Leute, die Werbung schalten. Stricker TV ist werbefrei und ich würde das gerne so beibehalten, wenn es irgendwie möglich ist, dass ich so wachsen kann, weil ich bin nur jemandem verpflichtet. Zwei Sachen bin ich verpflichtet. Mein Gewissen und meinen Zuschauern. Und ich bin darum eigentlich das einzige, wahrscheinlich täglich erscheinende Medium. Eines der aller einzigen, wo wirklich nur für seine Zuschauer da ist. Oder kennt ihr einen anders? So, das war's gewesen, liebe Leute. Heute Abend kommt das Video, wie gesagt, auf YouTube als Freestream. Und ich habe Feierabend. Hebt euch Sorge. Werdet frei. Und wenn ihr gerade Pflüssel habt, werdet gesund. Und die Leute, die immer in der Panik sind, der gleiche Rat. Der gleiche Wunsch. Werdet gesund. Ah, übrigens, ja, der Bundesrat hat gesagt, Homeoffice und Quarantänepflicht können in den nächsten Tagen wegfallen. Und da frage ich den Chef, Stellvertreter vom Arschlochismus, wenn Quarantänepflicht in den nächsten Tagen fallen könnte, nachdem ja seit über einem Monat die Fallzahlen, auch die Hospitalisationen, also die Intensivstationsplätze immer weniger beleidigt werden durch Covid-Positiv-Testete. Wenn Quarantänepflicht also darum in den nächsten Tagen fallen kann, dann frage ich, warum nicht schon heute? Motherfucker! Wieso noch mal warten? Was ist die normale Begründung dafür, dass er weiss, Quarantänepflicht in den nächsten Tagen, wieso noch nicht heute? Du verdammter Verbrecher, gehörst ins Gefängnis mit den anderen Zipfelkappen. Einfach ab in den Knast. Versorgen, Schlüssel drüllen. Schlüssel im Schloss drüllen und Schlüssel wegwerfen. Wirklich. Wieso kann Quarantänepflicht erst, jetzt rede ich zu laut, wieso kann die erst in den nächsten Tagen fallen, wenn man weiss, sie kann in den nächsten Tagen fallen? Welche statistische Evidenz, welche wissenschaftliche Grundlage ist dafür gegeben, dass Quarantänepflicht nicht heute, aber in den nächsten Tagen fallen kann und weitere Lockerungen kommen können? Wieso nicht heute? Weil der Cedric Wermuth sagt, man darf das Erreichte nicht verspielen. Welches Erreichte? Das Totalitaristische zu etablieren in der Schweizer Politik. Und wenn man es doch weiss, dass man es in ein paar Tagen nicht mehr riskiert und in ein paar Wochen nicht mehr riskiert, wieso weiss man denn, wo ist der Beleg, dass man es heute riskieren würde, wenn die Zahlen noch runtergehen? Hä? Was ist der Grund? Es geht nur darum, den Scheiß zu verlängern. Und darum wird auch die Maskenpflicht verlängert werden. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht weiterreden, sonst gibt es noch sonst kann ich es bei YouTube gar nicht hochladen. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich denke. Ihr denkt wahrscheinlich zum grossen Prozentsatz das Gleiche. Wir werden regiert von psychopathischen Arschlöchern. Entweder sind es
psychopathisch in der Panik oder sie sind Vertreter vom Arschlochismus oder sie haben einfach ein finanzielles Interesse daran, dass der Mist noch andauert. Wie ein CEO von Ringier, wo wahnsinnig profitiert von dem ganzen Mist. Wer hat er denn 2 Jahre Blick gelesen, was vorne nicht gemacht hat? Ganz, ganz, ganz viele Leute. Und dann hat sie so Notgelder bekommen. Ich kann mich erinnern, 50 Millionen Notgelder haben sie in den Arsch in den Blasen bekommen, obwohl sie garantiert. Und dann haben sie auch geblufft damit. Nicht nur Rekordklicks hatten, sondern Rekordgewinn im 2020. Die Motherfuckers. Und das Volk ist dumm, verblendet. Aber es wacht langsam auf. Und vielleicht sind schon genug am 13. Februar wach, damit die Vertreter vom Arschlochismus wenigstens ein bisschen ihre Propagandalügen ein bisschen schwerer gemacht wird. Wobei, bis sich etwas ändert, vor 10, 20 Jahren, sehe ich da keine wirkliche Hoffnung. Aber Schritt für Schritt in Richtung Freiheit und gegen die verdammten Systemhuren. Habt euch Sorge. Und damit meine ich nicht ausdrücklich den Pietro und den sowieso, ich rede da ganz generell von den Massenmedien. Es ist eine Systemhurerei. Eine verfickte Systemhurerei. Wo nicht ein Chefredakteur, sondern ein CEO von einem Grosskonzern seinen eigentlichen Mitbewerber schreibt, was ihre Redaktionen sollen publizieren. Da muss man sich mal reingeben. Vielleicht braucht man ein gewisses staatsrechtliches oder ein gewisses Verständnis von Journalismus oder was bedeutet, als Bürger zu leben, in einem Staat zu leben, Pressefreiheit. Wie muss man da etwas verinnerlicht haben, wo man als SRF-Konsument einfach nicht gelernt bekommt. Aber es sollte eigentlich nicht klar sein, was für Drecksauereien, und damit würde ich nicht Säue beleidigen, da jeden Tag in der Schweiz stattfindet. Unfassbar. Hebt euch Sorge. Jump the night.